Wer hat sich das nicht schon mal gewünscht? Dein eigenes iPhone-Cover mit deinen eigenen Bildern. Bestellung ist ganz einfach. Du besuchst www.handycovers.ch und lädst dein persönliches Bild von deiner Festplatte nur. Nachher platzierst du es genauso, wie du es willst. Du profitierst von einem 5-Franken-Rabatt, wenn du ins Codefeld Videogang eingibst. Wenig Tage später haltest du ein niggelnagelneues, qualitativ hochwertiges iPhone-Cover in deinen Händen. Die Videogang Teen Edition empfiehlt Schorle, das erfrischende Getränk vom Öl. Hallo und herzlich willkommen zu der 19. Teen Edition. Für die, die letzte Woche Teen Edition mitverfolgt haben, für die ist sicher noch ganz präsent, dass letzte Woche GEWA Girls und Boys gesucht worden sind. Die Videogang war für euch dort und hat für euch die Gewinnerwahlen mitverfolgt. Die Gewinner von dort haben sich direkt ins Miss und Miss Teenie Finale 2011 katapultieren. Wer die zwei sind, seht ihr im nachfolgenden Bericht. Zum ersten Mal hat in der GEWA-Messe in Kreuzlingen die Wahl zum GEWA Girl and Boy stattgefunden. Acht Teenies haben teilgenommen. Bevor sie auf der Bühne ihr Können gezeigt haben, sind sie zuerst professionell gestylt und gefötelt worden. Organisiert wurde ist das Event von der Teenie Contest Organisation. Moderiert wurde ist das Event von der Shana Lenner. Neu an der GEWA haben sich Teenies können in der Teenie-Oase treffen und unter sich sein. Die amtierenden Miss und Mr. Teenie Schweiz, Isabel und Kenji, sind in der Jury dabei gewesen und haben in der toll gestalteten Teenie-Oase Autogramm verteilt. Zu Gast war auch die Sängerin Gunvor. Zwei Teenies haben wir euch noch nicht gezeigt, und zwar die GEWA Girl and Boy Sieger. Sie zwei haben sich direkt für das Finale von Miss und Mr. Teenie Schweiz qualifiziert. Wie bist du darauf gekommen, da mitzumachen? Ja, ich habe schon letztes Jahr mitgemacht und bin dieses Jahr wieder eingeladen worden. Ja, meine Familie hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich denke, mache ich mal mit. Und wenn ich dann auch noch ein Vorbild bin in meinem Alter, dann ist das sehr gut für mich. Warum solltest genau du gewinnen? Ja, weil mir das sehr viel Spass macht. Warum? Ja, wenn ich so umeinander schaue, viele Leute haben eine sehr schlechte Statur, sind nicht wirklich interessiert an einer guten Ausbildung und haben kein Ziel. Da habe ich alles, von dem her wird dies werden. Wärst du enttäuscht, wenn du nicht gewinnen würdest? Ja, vielleicht schon ein bisschen, aber es wäre nicht, also, es wäre nicht so schlimm. Weil ja, es würde mich nicht gerade freuen. Allerdings, ich gebe nicht auf. Ich bin Isabel Meyer. Ich bin der Kenji Jäger. Wir sind die amtierenden Miss und Mr. Teenie. Hast du coole Hobbys und stehst gerne auf der Bühne? Dann melde dich jetzt an. Weitere Infos findest du auf der Homepage-Seite teeniecontest.ch. Und nicht vergessen,
10 Tage vor dem Casting kannst du dich immer noch anmelden. Hoffentlich sieht man sich gleich. Wenn ihr wissen wollt, wie das Getränk entsteht und noch einen schönen Tag mit den Videogängen verbringen, plus zusätzlich noch 2-3 von diesen Getränken mit heine, dann nehmt einfach im Wettbewerb vom nachfolgenden Clip teil. Viel Glück! Jetzt kannst du einen einmaligen Erlebnistag in der Mosterei Möhl mit deinen Freunden oder deiner Familie gewinnen. Du kannst Möhlprodukte degustieren, dich an einer kalten Platte stechen, erfahren, wie Möhlprodukte wie 50-50 oder Schorle entstehen und zum Schluss nimmst du deine Lieblingsprodukte mit heim. Nimm jetzt an unserem Wettbewerb teil und verbring einen tollen Tag mit der Mosterei Möhl und dem Videogang-Team in Arbon. Schick jetzt ein SMS mit dem Inhalt VG Möhl sowie deiner Adresse an Zielnummer 963 oder du nimmst gratis an der Verlosung teil, indem du ein E-Mail mit dem Betreff VG Möhl und deiner Adresse an info@videogang.ch schickst. Teilnahmeschluss ist der 22. Juni 2011. Falls du noch am Videogang Talent Award 2011 teilnehmen willst, dann informier dich unter www.videogang.ch. Und das war schon wieder mit der Teen Edition für heute. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heisst Teen Edition. Die Videogang Teen Edition empfiehlt Schorle, das erfrischende Getränk von Möhl. Die Videogang Youth Edition empfiehlt Mojo Vitamin Water und Mojo Sparkling Fruit Drink. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Videogang Youth Edition. Jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen und die Stoffe der Kleider knapper werden, fangen sich Männchen und Weibchen wieder stärker an, füreinander zu interessieren. Teilweise sogar schon sehr früh, vor knapp 3 Jahren, ist in der Schweiz ein Fall publik geworden, wo ein 13-jähriges Mädchen schwanger geworden ist und dann das Kind auch auf die Welt gebracht hat. Dieser Fall hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Wir sind auf der Strasse die Leute fragen, was sie denn davon halten, dass ein 13-jähriges Mädchen schwanger wird. Wie kann das passieren, dass ein 13-Jähriger schwanger wird? Einfach nicht aufpasst oder einfach im Zeug nicht daran denkt oder so. Man kann nicht sagen, dass es zu früh ist, aber ich würde sagen, es ist zu früh, um ohne Kondom Sex zu haben. Ja, ich finde es scheiße, hat sich das ganze Leben verbaut. Absolut schlecht. Das ist schlecht. Schlecht, weil man muss sich eigentlich verhüten und mit 13 sollte man eigentlich... Es gibt viele andere Sachen, die schöner sind, als überhaupt mit einem schon ins Bett landen. Es ist selber noch ein Kind und es ist viel zu früh. Die Mehrheit der Passanten ist also der Meinung, dass es für 13-Jährige zu früh ist, Sex zu haben und wenn, dann sicher nur mit Schutz. Offenbar sind aber die Schweizer Teenager gar nicht so gut über Sex informiert. Darum hat meine Kollegin Janine von der Videogang per Satellit ein Live-Interview mit einer Sex-Expertin aus Schweden können führen. Das Interview seht ihr jetzt. Ich habe in der ganzen Schweiz nach einer Expertin gesucht, die uns sexuell aufklären könnte. Ich habe niemanden gefunden, der offen hat, vor der Kamera reden. Darum bin ich bis nach Schweden gegangen. In Schweden habe ich Mrs. Lind gefunden. Wir schalten live auf Schweden zu der Mrs. Lind. Mrs. Lind, hallo? Sie hören? Ja, hallo? Sie hört uns. In dem Fall fangen wir gerade an mit der ersten Frage. Mrs. Lind, was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau? Oh, well, yes. The biggest difference between a man and a woman would be boys have penises and girls have... Mrs. Lind, please don't use this word in Switzerland. We can't use these words on TV. Oh, sorry. Well, then I'm going to explain this. Oh, yes. Boys have their eggs outside, while girls have their eggs inside. As well as boys have something that looks very much like a banana and that rises up whenever they're very happy, usually around a very pretty girl. Könntet ihr uns dann auch noch erzählen, was verschiedene sexuelle... Vorlieben haben Menschen können haben? Oh, yes, there's 4 different types of sexualities. Heterosexual, which is considered the normal sexuality. Now, there's also homosexuality.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der VIP Lounge. Heute haben wir hier ganz, ganz spezielle Räumlichkeiten, weil wir sind nämlich in den Disney Studios in Zürich. Und heute in einem genauso speziellen Rahmen haben wir einen speziellen Actor bei uns, und das ist nämlich der Joel Bassmann. Hallo und hallo. Herzlich willkommen hier bei der VIP Lounge. Bist du jetzt eigentlich noch vielfach in Zürich oder du bist ja überall irgendwie auf der ganzen Welt momentan chatten? Oder wie sieht das bei dir aus? Ich bin auf jeden Fall viel, beziehungsweise versuche ich so viel von meiner freien Zeit in Zürich zu verbringen. Aber du wohnst auch noch in Berlin, oder? Nicht mehr? Ja, ich bin noch so halb mit einem Bein in Berlin, aber das Ziel ist eigentlich wieder Zürich als Basis. Wieso genau? Kannst du das erklären? Zürich, Heimat. Okay. Ja. Ist es so? Berliner sind nicht so nett gewesen, oder? Doch. Nein, Berlin ist die zweite Heimat auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, da bin ich aufgewachsen, geboren, und es ist für mich wohl. Ja, okay. Du hast ja in ganz, ganz vielen Produktionen schon mitgemacht, unter anderem Lüti und Blanc, Pico bist dabei gewesen, Sennet, Dunschi. Jetzt bist du in einem neuen Film dabei. Film Hannah. Kannst du mir selber gerade erzählen, um was es genau bei dem Film geht? Ja, es geht um gescheiterte, böse Projekte, wenn wir jetzt da mal nicht zu viel verraten dürfen. Aber schlussendlich geht es natürlich um ein Mädchen, das Hannah heisst und gesucht wird, gejagt wird, durch die ganze Welt eigentlich. Welche Rolle spielst du genau in dem Film? Ich bin einer von zwei Neonazis, wo sozusagen die bösen Jungs vom Bösen sind. Ja. Du spielst ja jetzt in einem Film neben der Cate Blanchett. Wie kommt man zu so einer Rolle in so einem grossen Hollywood-Blockbuster? Das war ein Casting eigentlich. Das war eine Einladung, wo es geheißen, ja, Joe Wright will ich kennenlernen. Und dann bin ich dort angegangen in Berlin. Mhm. Und dann war das vorbei gewesen, und zwei, drei Wochen später hat es geheißen, ja. Okay. Wir nehmen die. Wie muss man sich das vorstellen? Also so ein riesengroßes Casting in Hollywood. Wie viele Leute kommen da? Und wie viele Leute sind das? Also ich bin ganz alleine da gewesen. Ah ja, wirklich? Es ist von ihm ausgegangen, einfach, dass er Einzelgespräche will. Es macht ja nie Sinn, wenn alle Menschen vor der Tür stehen. Ja. Dass man die Leute an verschiedenen Tagen trifft. Und es war sehr entspannt gewesen. Also der Joe Wright ist ein genialer Mensch, der extrem viel von Film versteht. Mhm. Findest du aber eine Rolle aussuchen könntest, irgendeine Rolle von einem Film, wo vielleicht ein Remake oder so irgendetwas, welche Rolle wäre das? Keine Ahnung. Also es wäre eher ein Drama oder vielleicht auch eine Komödie oder? Ja, Komödie würde mich sehr reizen. Ja. Gibt es da irgendwie ein Vorbild oder so, wo du sagen, es genau so, wie wir es machen? Nicht genau so, aber der Adam Sandler ist absolut. Adam Sandler. Gehört absolut zu meinen Favoriten. Wie sieht so dein Leben als Schauspieler aus? Hat man da überhaupt noch so einen normalen Tagesrhythmus oder so irgendetwas? Ja, man hat auf jeden Fall einen anderen Tagesrhythmus, aber ich versuche, wie gesagt, wenn ich frei habe, so viel Entspannung und Ruhe und beziehungsweise Ordnung in mein Leben zu bringen, dass es einen Ausgleich einfach zum Drehen gibt. Mhm. Und momentan in Litauen unterwegs am Kriegsfilm drehen, Zweiten Weltkrieg und so. Und auch wieder ein bisschen Kontrastprogramm. Okay, und für all die Projekte musst du eigentlich immer selber Castings gehen? Oder hast du jetzt mit dem Joel Bassmann-Titel eigentlich schon so entstanden, dass die Leute nur noch auf dich zukommen und dass die ganzen Angebote eigentlich bei dir selbstständig reinkommen? Es ist unterschiedlich. Also es gibt Caster, die dich einfach schon so lange oder beziehungsweise schon so viel bei sich haben, die auch wirklich so eine Art für einen Bürger können, im Sinne von, dass sie sagen, hey, schau dir an, aber du musst jetzt nicht irgendwie Zweifel haben, dass es nicht hinhaut, spielerisch oder irgendwie so, aber dann gibt es natürlich auch Castings, das muss man einfach verstehen, wo man einfach hingeht und halt auch in einem Raum sitzen mit zwei anderen Jungs, was halt einfach auch dazu gehört. Deine grossen Ziele, so Joel Bassmann in 10, 20 Jahren, wo siehst du dich? Es wird auf jeden Fall lustig. Es wird lustig, okay, da hoffen wir natürlich auch. Da sind wir leider schon am Ende von unserem heutigen Interview. Merci vielmals, dass du extra vorbei gekommen bist. Ich wünsche noch alles viel Glück, und also Glück brauchst du gar nicht, aber noch ganz viele gute Angebote, und hoffentlich sehen wir dich schon bald in Hannah, wenn es bei uns rauskommt, und bei ganz vielen anderen Filmprojekten. Merci vielmals, dass du da bist. Für euch danke fürs Zuschauen, das nächste Mal wieder dabei bei der VIP Lounge. Ciao zusammen.